Hey Leute, ich war wieder in der Bücherei gewesen, Ausschau nach Graphic Novels, ja, und da habe ich diese beiden Schnuckis entdeckt. Darwin Cox Parker, ein Graphic Novel nach dem Roman The Hunter von Richard Stuck. Worum geht es in diesem Meisterwerk? Hier geht es um einen Mann namens Parker, der seine Arbeit ganz normal nachging, aber der Chef ihn dann absichtlicherweise in ein Drogendelikt eingewickelt hat. Und ja, so beginnt das dann. Der Mann will dann einfach nur seine Rache haben. Ohne die Zeichnung von Darren Coke, der einen sehr Tim Ruth-lastigen Stil hat, wäre die Geschichte nur halb so spannend. Problem bei der ganzen Sache ist, dass es nicht wie ein Comic, den ihr sonst gelesen habt, sondern ihr müsst euch das genau durchlesen und noch zusätzlich über die Charaktere informieren. Denn Parker ist nämlich ein Comic, der sich wirklich Zeit nehmen muss. Mit seinen 150 Seiten. Man kann es schnell durchlesen, aber dann hat man es nicht raus. Also dann weiß man nicht, wie die Geschichte tickt und so. Ja, ansonsten kann ich nur mal sagen, die Zeichnungen sind richtig genial. Von Darren Cook erinnert einen wirklich an die 90er Jahre DC-Filme. Vielleicht hat Darren Cook auch damals mitgewirkt mit Tim Bruce an der Seite. Ja, im zweiten Band geht es dann darum, dass er sich dann am Gesicht operieren lässt, damit man ihn nicht erkennt. Also so eine typische Racheaktion. Also ihr müsst hier bei Parker jetzt nicht so einen Samariter erwarten wie beim Punisher, dass er dann auch den Leuten hilft, sondern hier wird er dann um keine Ecken besser als die Leute, die ihm das angetan haben. Also das will ich mal gesagt haben. Der Typ geht dann wirklich über Leichen, raubt dann eine Bank aus und und. Also ist mal was anderes.